Hallo liebe Bianca, schön dich zu sehen. Wie geht's? Hallo, liebe Diana. Ja, sehr gut. Danke. Heute haben wir das Thema mit Geld, Zaubern und neue Ansichten. So ist es. Ich habe meinen Zaubererstab, habe ich schon parat? Es hört sich sehr, sehr zaubernd an, wenn ich sage zaubernd. Aber erzähl mal von deiner Gruppe, die du im Facebook hast. Ja, also ich habe seit 3 bis 4 Jahren eine Ladies Community und das ist eine ganz spannende Sache und es hat sich sehr entwickelt. Vor 4 Jahren hatte ich so dieses Bedürfnis, ich muss mich mal um mein Geld kümmern und ich muss doch mal schauen, wie funktioniert denn Geld eigentlich, weil Geld für mich war als multidimensionale Persönlichkeit immer nicht so ein wirkliches Konzept. Ein bisschen vielleicht wie das Thema Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, wenn ich mich nicht hinsetze und mich wirklich um dieses Thema kümmere, dann ist es so, ja, ich habe sehr gutes Geld verdient. Ich war damals zu dem Zeitpunkt noch angestellt. Das Thema war nur einfach, ich wusste nicht, wie investiere ich denn jetzt mein Geld und wie kann ich das Geld auch wirklich für mich arbeiten lassen. Ja, und dann habe ich angefangen, diese Gruppe gegründet und mittlerweile sind wir 640 Ladies. Die da in der Community sich ums Thema Geld und Mindset, also Money Mindset, wirklich kümmern. Jetzt gerade zu dieser Zeit, wo das Coronavirus und auch das Geldthema sehr groß ist, wieso hast du das Gefühl oder denkst du, dass man jetzt auch Geld verdienen könnte? Ich denke nicht nur, dass man Geld verdienen könnte, sondern ich denke, dass man Geld verdienen kann. Nein, ja. Vielleicht kennst du den oder die Tatsache, dass eigentlich die meisten Millionäre in Krisen geboren werden. Ja, weil was ist ein Mensch, der derzeit Geld verdient? Das ist sicherlich jemand, der nicht zu Hause auf dem Sofa sitzt. Also ich sitze auch auf dem Sofa, aber ich arbeite und mache mir darüber Gedanken, wie kann ich noch mehr Leistung oder noch mehr Mehrwert für meine Kunden generieren? Wie kann ich Menschen noch mehr helfen, noch mehr unterstützen mit den Themen, die sie gerade haben. Und ein paar der Themen, die momentan sehr, sehr präsent sind, sind einfach die Themen, dass Leute, die ein super physisches Offline-Business hatten, derzeit super kreativ sein dürfen, um sich zu überlegen, was könnte ich denn zum Beispiel online anbieten? Ja, es geht wirklich so um eine Frequenzänderung hier, wo wir als Menschen sehr stark gefordert sind, unsere Kreativität einzusetzen. Und die Leute, die das halt richtig gut machen, die verdienen auch in dieser Zeit Geld. Wow, das hört sich so locker flocker an. Ich denke aber, heutzutage ist auch so diese Schmerzgrenze ist so groß und das ist so mein Fachgebiet. Meine Praxis heißt ja Pain Relief. Ja. Und jetzt das Thema Geld und Schmerz. Also wie viel Schmerz im Geldbereich muss ich ertragen, dass ich sage, jetzt verändere ich mein Mindset, jetzt nehme ich diese Wahrnehmung von Geld in die Hand. Das ist eine ganz spannende Frage und vielleicht gebe ich die einfach zurück an dich. Wie war denn das damals, als du zu mir zum ersten Mal kamst? Genau, das war ganz interessant. Ich bin ja jetzt seit 4 Jahren selbstständig und habe dich im Dezember kennengelernt und gemerkt, so, wow, Diana, du hast da auch Lücken bezüglich Geld. Und ich habe da meine Einstellung durch dich ja verändert. Die Schmerzgrenze war eben bei mir nicht so hoch, aber ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl von alles endlich mal im Griff zu bekommen, der Wunsch war da. Und so hat sich das eben so ein bisschen verzaubert. Und es war auch immer so schön, wie du das machst. Und darum habe ich auch heute gedacht, ich muss dich einladen und wir müssen da ein paar Inputs rausgeben. Und es muss nicht immer schmerzhaft sein, es kann ja auch schön sein für eine Veränderung. Und das ist ja total spannend, weil für dich war es ja wirklich auch am Anfang schon auch ein bisschen schmerzhaft. Ich mag mich erinnern, das erste Mal, wo wir trainiert haben, Ladies Tisch, ja, und du Ja, das war saßt der da und Cashflow-Abend, hattest genau. echt Ich war halt da so wie gelähmt. Alle hatten diese Inspirationen, alle hatten diese Visionen. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht. Und das hat mich so stutzig gemacht. Da habe ich gemerkt, so, okay, Diana, äußere mal deinen Wunsch. Und du hast mich dann angeschaut und ich so, es kam nichts raus. Ja.
Was hast du gemacht mit mir? Hier ist, denke ich, ein ganz, ganz schöner Punkt, weil ich denke, wir haben alle nicht gelernt, groß zu denken, und wir haben alle nicht gelernt, sag mal, richtig zu denken, oder? Weil es ist nicht deine Schuld, dass das frustrierend ist oder dass das wehtut, und es ist auch niemand anderem seine Schuld, sondern es ist einfach erstmal so, wie es ist, und das ganz ohne Bewertung. Und ich mag irgendwie ganz gerne die Idee von, wenn ich ein Ziel habe, was größer ist als ich, dann bin ich der Ansicht, dann kann mich nichts zurückhalten. Dann stehe ich morgens auf und ich überlege mir so, wie kann ich heute noch bessere Resultate für meine Kunden generieren? Was kann ich heute machen, um selber ein Stück zu wachsen, damit ich Menschen anstecken kann, ebenfalls in ihre Größe zu gehen? Und ist es immer irgendwie easy? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber dadurch, dass du halt dieses große Ziel hast, was teilweise halt völlig verrückt manchmal ist, ich mag ja auch gerne das Wort C-Ziele wie crazy, hat man halt dieses Ziel, für das man wirklich auch gewillt ist, aufzustehen und sich gewillt ist zu entwickeln. Weil, sind wir ehrlich, ich meine, wir entwickeln uns ja nicht, weil es Spaß macht. Ja, Entwicklung ist ja häufig auch dann schmerzhaft wieder, um da durchzugehen. Und alleine geht man häufig auch nicht durch. Ja, das ist wirklich ein Thema, wo ich in der Praxis sehr merke, dass die Leute so von der Vergangenheit geprägt sind, erst wenn sie diese Vergangenheit auflösen, eigentlich auch diese Macht haben, was zu verändern. Eben, wie du jetzt gesagt hast, den Input, steh auf, mach was, verändere, denk groß. Ich denke, durch diese Vergangenheitsbewältigung, wo ich meine Praxis anbiete, kann man auch groß denken. Und da war ich bei dir dann so richtig, richtig an der richtigen Stelle, weil du hast mir so ermöglicht, groß zu denken und mir das zu erlauben. Und das, jetzt kommt mir wieder ein Spruch in den Sinn, unverschämt groß zu denken. Das hast du ja von einem Kunden als Tipp bekommen, oder? Genau, das war ganz, ganz nett, weil ich habe in dieser Zeit wirklich auch mir überlegt, was kann ich machen, und ich hatte das Gefühl, es braucht einen Raum, wo man lernt, anders zu denken. Und dann habe ich kurzerhand ein 4-Wochen-Coaching ins Leben gerufen, um hier die Möglichkeit zu geben, einfach mal auszusteigen aus dieser gesellschaftlichen Panik, aus diesem gesellschaftlichen Angstgedankengut, aus dem, weil es sehr häufig so, du gehst raus, und ich weiß auch noch das erste Mal, wo ich in den Supermarkt gegangen bin, wo wir eigentlich nur ein paar Tempos kaufen wollten, und dann standen wir da und so, warum gibt es denn hier kein Gemüse? Oder? Und das macht Angst. Und wenn man nicht trainiert ist und seine Gedanken einfach freien Lauf lässt, dann geht man mit sehr viel Angst nach Hause und kann dann da auch nicht mehr aussteigen. Ich habe Leute, die mir teilweise sagen, ich werde so reingesogen von den Medien, ich kann gar nicht mehr anders. Und ich gebe immer den Tipp so, versuch doch einfach mal weniger Medien zu konsumieren und wirklich auch zu gucken, was sind die Dinge, die du konsumierst. Ja, weil je mehr Bullshit du reingibst, desto mehr Bullshit kommt auch raus. Ja. Und die Idee bei dem 4-Wochen-Coaching war wirklich, einen Raum aufzumachen, wo ich sage, so, was, wenn alles möglich wäre, was, wenn du jetzt einfach mal entscheidest, die nächsten 4 Wochen Wunder für dich zu kreieren und einfach mal dein Gedankengut, deine Kraft, die hier oben zwischen den beiden hübschen Ohren sitzt, einzusetzen, aber halt nicht um Bullshit zu produzieren, sondern um Miracles zu produzieren. Weil wenn das eine funktioniert, dann funktioniert das andere ja auch. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Inputs. Das heißt, wenn du dir jetzt das erlaubst, jetzt richtig zu denken, dann setzt du für die Zukunft eigentlich etwas Gutes. Du setzt in einer schwierigen Zeit etwas Kreatives um. Und diese neue Ansicht, das kreiert im Gehirn selber neue Verknüpfungen, die eigentlich auch für die Zukunft gedacht sind. Ich finde das wirklich faszinierend. Ich bin in dieser Gruppe drin und habe gemerkt, dass ich mehr rauskomme, mehr kommunizieren möchte. Und darum eigentlich auch diesen Zoom-Talk, wo ich jetzt mache, das kommt wirklich aus dem Bedürfnis, ich möchte mich verbinden, ich möchte für Leute noch mehr rausholen, diese Inputs setzen. Komm, wir verändern was in einer wunderschönen Ansicht, oder? Oder einer neuen Sicht. Ja, komm, wir verändern was. Und da sind so viele wunderbare Geschenke drin. Komm, wir verändern was.
ja, mhm, als Gemeinschaft. Und ja, das Thema ist aber häufig, einer muss vorgehen. Ja, ja. Und hier geht es nämlich dann um Leadership, ein Thema, wo ich mich ganz stark mit beschäftige, weil ich arbeite viel mit Führungskräften und aber auch Menschen wie dir, die halt ein eigenes Business haben oder aber auch angestellt sind und sagen, hey, ich möchte erkunden, was ich jetzt anders machen kann, wie ich bessere Resultate haben kann, wie ich meine Talente, meine Gaben mehr einsetzen kann zum Wohle aller. Ja, genau, ich wollte jetzt auch sagen, es geht ja nicht hauptsächlich um Geld, es geht auch wirklich um das eigene Wohlbefinden. Und das habe ich auch gemerkt, je wohler ich mich fühle, desto besser, desto mehr kommen auch wirklich diese Leute, wo auch dankbar sind für meine Arbeit, nicht nur meine Arbeit bezahlen, sondern wirklich dankbar sind für diese Vergangenheitsbewältigung und für diese Stärkung. Und das gibt wieder eine andere Dynamik. Ich denke, das ist jetzt auch dieser Punkt, wo jetzt eigentlich zu setzen ist bei jedem, wo nicht mehr dieses Verkriechen irgendwo, sondern rauskommen, sich zeigen. Und darum dachte ich, komm, ich mach mal, wir machen das Zaubern und haben irgendwie beide dann so einen Stab dabei. Was würdest du den Leuten jetzt empfehlen, wo sich jetzt irgendwo verkrochen haben und sagen, ja, es geht nicht, es gibt kein Geld, es gibt keine Möglichkeit, es gibt einfach gar nichts. Was würdest du ihnen empfehlen? Ich habe da ganz lustig, ich habe da ein Lied mitgebracht und mal gucken, ob wir es hören können. Ja? Wir sind ja live, wir gucken mal. Mhm. Achtung! We are not enough, not enough. We were all this wrong, but untied. Es geht. Halfway gone, we are not enough, not enough. We were all this wrong, but untied to love, tied to love, say if we had. Falsche Lied. Live. Was hier eigentlich kommen sollte, ist das Lied Close Your Eyes and Make a Wish. Ja. Und das Lied passt trotzdem, weil was ich mache ganz, ganz viel und ganz, ganz stark und was ich gerne weitergeben möchte, auch an andere Menschen, ist, mach dir gute Musik an. Ja? Ja. Wenn ich das Gefühl habe, so Gott, ich habe gerade irgendwie einen Mindfuck oder mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, das ist eines der Lieder, das ich höre. Und dann tanze ich hier im Wohnzimmer rum oder ich tanze in meinem Büro rum oder ich tanze auf meinem Balkon rum. Ja? Close Your Eyes and Make a Wish ist ein anderes Lied, was ich ganz großartig finde, weil das kannst du jetzt machen. Du kannst deine Augen schließen und du kannst dir mal überlegen, was wünsche ich mir? Und du kannst dich auch mal fragen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Ja? Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder möchte ich jetzt eigentlich mal was anderes machen oder was ändern? Weil irgendwie fühlt sich das, was ich gerade mache, nicht mehr so richtig stimmig an. Dann wäre jetzt, glaube ich, der ideale Zeitpunkt dafür. Wieso denkst du, dass das jetzt der ideale Zeitpunkt ist? Naja, weil die Welt ist in Schockstarre und Starre ist immer, finde ich, kein guter Ort zum Sein. Und wir haben auch ganz viel, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber so Sprüche gesehen, wenn du nicht nach außen gehen kannst, sprich reisen, dann geh nach innen. Mhm. Und wenn wir alle quasi, wenn sich nichts bewegt im Außen, bedeutet das ja nicht, dass nichts passiert, sondern dann kannst du im Innen ganz viel bewegen. Dann kannst du ins Innere gehen und in deinen Gedanken über dich hinauswachsen. Und du hast die Zeit, weil du kannst ja nirgendwo hingehen. Ja, wir können in der Schweiz rumfahren mit dem Velo, die Züge fahren ja auch zum Glück, aber du kannst nicht über die Grenzen gehen. Und dann ist es doch eine wunderbare Zeit zu sagen, Mensch, ich kann jetzt gerade nicht in den Urlaub nach Italien fahren, sondern ich fahre mal in den Urlaub in mich selber. Mhm. Nehme mir die Zeit und erhole mich ein bisschen vom Außen, indem ich ins Innen gehe. Was machst du jetzt am liebsten, um diese Ruhe zu bekommen? Also es hört sich wirklich nach so reingehen, ruhesam finden. Was machst jetzt du persönlich für dich, um diese Ruhe zu behalten?
mir fällt es leicht, mich wirklich zu bewegen, ja? Zu Musik bewegen, richtig abdancen, mich auspowern, weil danach kann ich leichter in die Ruhe gehen. Danach kann ich mich fallen lassen, danach kann ich in mich einsinken. Dann bin ich kaputt, dann bin ich außer Atem, mein Herz klopft ganz fest. Und dann kann ich mich hinsetzen und dann kann ich mich so gut einfach auf meinen Atem konzentrieren und ruhig werden. Das ist auch interessant. Das ist für mich ganz gut. Das hört sich wirklich an wie in einer Meditation, aber vorher das Auspowern, ich glaube, das haben jetzt viele, das Bedürfnis, weil sie nicht rausgehen oder halt sie gehen raus und gehen in eine Ruhestimmung in den Wald. Aber dieses Auspowern ist eigentlich genauso wichtig, wie nachher diese Ruhe anzunehmen. Das Tanzen, das kann ich auch sehr gut verbinden. Ich liebe es auch zu tanzen und diese Playlist. Und das mache ich auch sehr gern mit meinen Klienten, dass ich so eine Plusliste erstelle, dass sie sich wirklich Gedanken machen, was macht ihnen Spaß, wo sind die guten Gefühle, sodass sie das wirklich bei sich haben und wirklich mal bei diesem Tief auch mal die andere Sache ansehen können. Und da arbeite ich auch sehr gern mit diesem Plus-Minus-Prinzip, wo ich merke, dass wenn die Leute die Möglichkeit haben, sich zu verändern, dass ich das eben auch nützen in einem positiven Aspekt. Ja, und das ist toll, weil ich denke, ich mag da ganz gerne dieses Tony Robbins Prinzip, deinen State in eine Sekunde ändern kannst. Und häufig passiert das halt einfach über den Körper, indem ich aufstehe, mich schüttle, einfach mal so crazy Schüttel mache, ja. Und dann kommst du so aus dem Kopf raus und zwar sofort. Ich mache es halt gerne mit Musik, aber jeder darf da seine eigene Version finden, aber es geht häufig über den Körper, dass wir Emotionen abfließen lassen können, um dann unseren Gemütszustand zu ändern. Ja. Wie arbeitest du deine jetzt? Plusliste. Entschuldigung? Ich finde es cool, deine Plusliste. Ja. Wie arbeitest du jetzt im Moment? Arbeitest du alles online oder machst du immer noch 1:1? Wie gehst du jetzt oder was machst du jetzt zurzeit? Ich arbeite seit sicher mehr als 2 Jahren jetzt schon mehr oder weniger online, auch ein bisschen offline. Mhm. Aber somit ist für mich derzeit wirklich Business as usual. Ich treffe meine Kunden in meinem Zoom-Büro. Ich treffe meine Kunden online. Und funktioniert, oder? Es geht. Genau. Ja. Ich bin natürlich auch als hochsensibler Mensch vielleicht ein bisschen sowieso stärker im Spüren. Das heißt, für mich ist es relativ leicht, mit Menschen nur zu telefonieren. Ich muss die nicht sehen. Mhm. Und dass die vor mir sitzen, ist beinahe noch mehr als eine Ablenkung für mich. Wow, interessant, dass du das so siehst. Also bei mir ist es gerade umgekehrt. Ich mag es, wenn die Leute bei mir sind und wenn ich sie wahrnehme. Und ich habe jetzt auch ein anderes Zoom-Talk gehabt, wo er gesagt hatte, er ist jetzt auch ein Verkäufer-Coach, wo er halt gerne die Leute hat, die gerne Inputs zeigt. Und es ist unterschiedlich. Die eine Seite, du erzählst jetzt aber eine ganz andere Sicht. Ich denke, vielleicht probiere ich das mal auch. Also danke. Ja, ich habe euren Zoom-Talk gesehen und ich fand es auch sehr spannend, weil ich glaube halt jetzt gerade auch das Thema Verkaufen ist omnipräsent, oder? Und auch hier sehe ich einen riesen, riesen Markt, weil es geht jetzt darum, dass du rausgehst und dass du verkaufen lernst. Und zwar nicht so ganz schmierig und schleimig und immer so die Leute, vor denen man so Angst hat, so der Verkäufer, sondern dass man rausgeht und mit Herz verkauft und schaut, wie kann ich dir einen Mehrwert leisten? Ja. Und ich denke, dafür ist der Markt gerade auch riesengroß. Genau. Was würdest du am liebsten heute tun? Ich mache mir gleich nochmal mein Lied an. Ja, close your eyes. Make a wish. Ja. Dann werde ich noch ein bisschen den Regen genießen, weil ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass es gerade regnet, weil die letzten Wochen waren super, super warm und hier in Zürich haben wir einen Fluss, die Limmat. Und es hat mich etwas beunruhigt. Der Fluss war so nieder, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, lieber Gott, wir brauchen Regen, liebes Universum, bitte schnell. Und tada. Weil der Fluss so nieder war, deswegen, genau. Ich werde auch rausgehen. Das sind eigentlich sehr einfache Dinge, die du jetzt erwähnt hast. Und wieso bringen dir diese einfachen Dinge so viel?
Warum bringen mir einfache Dinge so viel? Weil grundsätzlich, ich habe heute so einen lustigen Post gelesen, da stand so drin, hey, ich stehe morgens um 7 auf, ich esse den ganzen Tag super gesund und ich mache Sport und abends fühle ich mich, yeah, riesig. Und dann stand drunter, ich weiß zwar nicht, wessen Status das ist, aber fand's lustig. Und bin ich heute Morgen aufgestanden mit diesem Post im Kopf und dachte so, hey, heute werde ich mich auch mal ganz, ganz gesund ernähren und mal rausgehen. Also ich mache schon viel Sport, aber heute will ich auch wirklich rausgehen, trotz Regen. Und einfach mich und meinen Körper genießen und dieses sehr Präsente einfach mal feiern. Mhm. Vor allem an so einem Tag, der eher so ein bisschen gloomy ist. Ich war gestern auch spazieren und hatte, auf einmal hat es angefangen zu regnen, dann hat es angefangen zu hageln. Da habe ich gesagt, okay, Diana, setz dich unter den Baum, warte ab. 5 Minuten später kam die Sonne raus, also das, und dann drehe ich mich um und sehe einen Regenbogen. Das war gestern wirklich so faszinierend und diese Momente wirklich jetzt aufzunehmen und wirklich auch in den Körper, in das Bewusstsein, auch ins Denken einzunehmen, sodass, wenn es mal schlechter geht, diese Momente wirklich prägend sind. Und ich merke es auch selber, dass die mir gut tun, obwohl ich abends nicht weiß, wieso tun mir diese kleinen Dinge gut. Also das, aber man darf es annehmen, man sollte es jetzt auch annehmen. Naja, dass es schlechter geht, ist ja zum ersten Mal eine Bewertung. Was ist gut und was ist schlecht, das definiert man ja selber. Was wäre, wenn alles wahr ist, was du glaubst? Mhm. Und das Zweite ist, warum sind die kleinen Momente so wichtig? Ich denke, da steckt drin, dass es geht um Bewusstsein, oder? Mhm. Es geht um bewusst hinhören. Es geht um bewusst hinspüren. Es geht um bewusst gehen. Es geht bewusst um in Beziehung gehen. Ja, dass du mehr Bewusstsein in alles das bringst, was du gerade tust. Bewusst dein Team führen. Mhm, bewusst im Meeting sitzen. Ja, anwesend sein, also präsent, weil es wird ja so viel konsumiert und wir haben auch das, jetzt war gestern war in der Süddeutsche Zeitung war so dieses Zoom-Boom, das wäre zu viel und die Leute sind da und die wissen im Zoom-Talk oder Meeting, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten, wie sie sich geben, aber diese Präsenz sei auch nicht da. Die einen sind abgelenkt. Man spürt den anderen Menschen nicht. Man weiß, ist die Message angekommen, ist sie nicht angekommen. Ich denke, dass bei diesen großen Meetings ist es eventuell eben auch schwer, die Leute so zu erreichen, wie es im Moment nötig wäre. Das ist ein guter Punkt. Und ich war gerade in einem internationalen Meeting und da waren 160 Leute drin. Und das war ganz spannend, weil das war von Gallup, so ein Stärken-Alumni-Event. Mhm. Und ich konnte leider nicht alles mitmachen, weil ich da vorhin noch einen Kunden hatte und dann kam ich relativ spät rein, aber ich kam sofort in die Übung rein und dann werden diese 160 Leute in kleine Räumchen aufgeteilt, was ich ultra cool finde. Mhm. Und dann kriegte ich 5 tolle Ladies in mein Räumchen und dann haben wir das Thema zu diskutieren bekommen, wie können wir die Übung, die wir vorher im Gesamtraum gemacht haben, für uns individuell anwenden. Und das war so spannend, weil alle mit anderen Hintergründen natürlich kommen und ein Thema diskutieren. Und obwohl ich nur eine halbe Stunde, glaube ich, dabei war, habe ich mich nachher reich beschenkt gefühlt und gedacht, so, es ist schon eigentlich echt das coolste Tool, was es gibt. Also du warst da mit ganz verschiedenen Frauen von überall her. Also muss man auch sagen, es gibt Möglichkeiten, es gibt diese Technik mit diesen Räumen, die das wirklich dann in dieses Feine, in dieses Persönliche reingehen möglich ist. Ja. Also ich glaube, was halt anders ist, man muss, glaube ich, einfach anders umgehen damit. Also wie du halt jetzt sprichst, also ich glaube, es muss alles interaktiver werden, dass die Leute, die nicht vor dem Bildschirm so einschlafen, die brauchen Aufgaben und die müssen sich miteinander austauschen. Ja. Und es geht wirklich darum, glaube ich, halt dann deine Art und Weise, wie du Räume moderierst und Räume hältst, ein bisschen anzupassen, damit du das Energielevel, was ja über die eigene Energie kommt, halten kannst und damit es für die Leute nicht so langweilig ist. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Keine Langeweile, sondern mehr Spannung, mehr Vielseitigkeit, mehr Zauber
Und ich freue mich auch, du machst ja eine Cashflow-Abendgruppe für Frauen. Wir werden das auch verlinken. Ich würde wirklich jeder Frau empfehlen, schaut da rein. Mir hat es viel gebracht. Ich möchte hier nichts verkaufen, aber jetzt gerade zu dieser Zeit, das Thema Geld, wo viele Mangel haben, denke ich, geht mal da rein, informiert euch. Und Bianca, vielen Dank, dass ich dich gesehen habe, dass wir geredet haben. Und ich hoffe, bis bald mal. Bis bald. Tschüss.